Hallo, ich bin Carsten in Rossbach. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Hallo nochmal. Also ich bin für ein verlängertes Wochenende in den Westerwald gefahren. Also kurz hinter die Grenze nach Rheinland-Pfalz. Ja, eigentlich hatte ich vor, ein bisschen zu paddeln. Ich bin hier an der Wied. Nur leider führt die Wied im Moment nicht allzu viel Wasser. Naja, ich hatte mir aber auch im Vorfeld schon hier so ein paar Wanderwege rausgesucht und heute laufe ich so eine Entdeckerschleife des Westerwaldsteigs und zwar den Basaltbogen. Ja, soll ein ziemlich schöner Weg sein. Ich lasse mich mal überraschen und wenn ihr Lust habt, dann begleitet ihr mich noch. Ja, da unten durch die Bäume hindurch kann man den Campingplatz erkennen, auf dem ich im Moment bin. Oh, geht schon ganz schön hoch und kommt man doch ein bisschen ans Pusten, aber also wahnsinnig schlimm ist auch nicht. Ja, den Westerwald kannte ich bis jetzt nur vom berühmten Volkslied, ja, und von einschlägigen Serien auf D-Max. Oh, jetzt habe ich was gesagt. Jetzt muss ich wahrscheinlich auch noch Werbung einblenden dafür. Naja, ansonsten kannte ich bis dato den Westerwald eigentlich nur dem Hörensagen nach. Und ich muss sagen, mir gefällt es hier richtig, richtig gut. Also es ist echt schön hier. Schöne Landschaft. Ja, gucken wir mal, was wir heute noch zu sehen kriegen. Ne? Ja, das erste Ziel heute auf der Tour ist das Rossbacher Häubchen. Aber so wie das hier bergauf geht, scheint mir das wohl schon eine ausgewachsene Haube zu sein. Wobei ich Häubchen für einen Berg schon recht lustig finde. Naja, gucken wir mal, dass wir da hochkommen. Ne? Ja, wenn man den Campingplatz wieder als Referenz nimmt, also da unten komme ich her. Da ist schon ein Stückchen. Jetzt scheinen wir erstmal auf der Höhe weiterzugehen. Da steht hier mitten im Wald eine Lore rum. Voll, ja, was heißt voll, aber ein paar Basaltbrocken drin. Ja, auf der Höhe bleibt man nicht lang und dann geht es genauso steil oder ich glaube sogar fast sogar noch steiler wieder herunter vom Rossbacher Häubchen und da kommt man wieder an einen Punkt, wo man vorher schon war, aber dann geht es wieder in der anderen Richtung dann weiter. Ja, ich bin dann mal gespannt, was dann heute auf der Strecke hier noch so kommt, weil eigentlich habe ich mir nur das Rossbacher Häubchen gemerkt, weil ich den Namen so lustig finde. Und alles andere sehen wir dann gleich unterwegs, wenn wir da sind, würde ich sagen.
Ah, hier ist diese X-Kreuzung. Vorhin bin ich von da unten gekommen und dann ging es da oben weiter. Jetzt bin ich von da gekommen. Jetzt geht es hier unten weiter. Ja, die einen brauchen einen Baumwipfelpfad und die anderen können auch so auf Höhe der Baumwipfel wandern. Vor 5 Minuten war ich noch da unten. Ja, und immer wieder wird man hier mit einer tollen Aussicht ins Vital belohnt. Und ja, von hier aus kann man dann immer noch den Campingplatz sehen. Ja, vom Prinzip her geht es auch einmal um die Wiedschleife herum, bevor es dann wieder runter geht ins Tal. Also man muss wirklich sagen, den Weg, den kann man wirklich super bei so einem heißen Wetter wie heute gehen. Also wir haben es eigentlich auch wieder so um die 27 bis 30 Grad sollten wir es heute auch haben. Und hier im Wald kommen wir gerade mal auf 21. Also ist natürlich super angenehm zu laufen hier. Klar, ab und zu geht es dann doch mal raus in die Sonne, aber das ist dann immer, weiß ich nicht, 2, 3 Minuten, vielleicht 5. Und dann ist man wieder im Schatten. Und das auch für längere Zeit. Also das ist echt super angenehm. Man, hier scheint zwar auch ein bisschen die Sonne durch die Blätter rein, aber trotzdem ist es richtig kühl hier. Ja, es ist halt zum großen Teil Buchenwald, würde ich sagen. Das ist immer schön kühl. Macht Spaß. Ja, und jetzt geht's hier an der Wied entlang, schönen schattigen Weg nach Rossbach zurück. Dürfte eigentlich gar nicht mehr so weit sein, glaube ich. Naja, glaube ich. Schauen wir mal. So ein richtig wildromantischer Pfad hier an der Wied entlang. Macht ja Spaß. Thank you.
zwischenzeitlich sind wir doch ein bisschen noch geklettert. Also da unten verläuft die Wied. Ich denke mal, auf der Kamera kann man es nicht sehen. Aber mittlerweile sind wir dann doch ein paar Meter höher. Aber es ist echt ein schöner Weg hier. Alleine das Stück jetzt hier von, ich weiß gar nicht mehr, wie der Ort hieß. Aber das lohnt sich schon hier, das letzte Stück. Ja, da durch die Bäume hindurch kann ich schon den Campingplatz sehen. Also komme ich auch, meine ich, direkt hier am Campingplatz raus. Ja, da unten auf dem Campingplatz, da steht mein Auto und mein Zelt. Da ist jetzt nicht mehr allzu weit dahin. Ja, wie gesagt, weit habe ich es nicht mehr. Ja, Mensch, ist ein schöner Weg hier, die Runde. Sind ja so circa 12 Kilometer. Bin jetzt recht spät zurück, weil ich war gerade noch eingekehrt und naja, die Kellnerinnen, die waren sehr überfordert. Es hat recht lange alles gedauert, aber ich habe ja Zeit. So, dadurch bin ich jetzt auch schon recht spät erst wieder hier am Campingplatz, aber das ist nicht schlimm. Ich hatte ja hier nichts vor. Dann morgen, die Strecke ist ein bisschen länger. Da darf es dann nicht passieren, falls ich irgendwo einkehre. Das hat ewig gedauert, aber das werden wir sehen. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Seht ihr da oben die Lichtung? Ah, diese da, mit der Bank da oben. Da oben war ich heute Mittag. Das ist ungefähr die Hälfte der Strecke.